Es geht um elektrische Felder. Die sehen unterschiedlich aus, komme ich gleich drauf. Um ihre Feldstärke und die Kräfte, die dabei wirken können. Nochmal schnell zurück zu unserem Schwerefeld der Erde. Wir haben überall an der Erdoberfläche, nahezu überall, weil die Erde nicht ganz eine Kugel ist, haben wir eine Erdbeschleunigung von 9,81 Meter pro Quadratsekunde. Ist eine gerichtete Größe, könnte man jetzt hier auch einen Pfeil drüber machen. Lasse ich jetzt mal weg. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben 1 Kilogramm als Masse. Und wie groß ist die Anziehungskraft? Dann rechnen wir, wissen wir, übrigens Terra heißt die Erde, ne? Das meine ich damit. Dann rechnen wir F ist m mal a, beziehungsweise in diesem Fall ist ja die Beschleunigung, die Erdbeschleunigung, F ist m mal g. Jetzt nehmen wir mal, achso, das sind übrigens die Feldlinien, ne? Also hier nochmal gucken, das Video hält hier an. Wenn ihr hier nochmal euch näher informieren wollt, klickt da ruhig drauf. Dieses Video bleibt stehen, ihr guckt euch das an, was ihr wollt, und dann kommt er wieder automatisch zu dem Video zurück. Jetzt gucken wir mal hier. Wenn ich so einen Bandgenerator aus der Physik habe und da klebe ich lauter Fädchen drauf und ich lade den richtig dolle auf, dann standen ja die Fäden alle tatsächlich wie so beim Igel entfernt weg. So, das sind tatsächlich Nachbildungen der Feldlinien. Das ist wirklich so, weil das alles gleiche Feldstärken bedeutet und die gehen nun mal radial von einer Kugel so weg. So. Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte hier ein Pendel in der Nähe angebracht, und zwar, das sei jetzt mal negativ geladen hier, also diese große Kugel sei negativ geladen, und ich hätte hier eine positiv geladene Kugel in die Nähe gebracht, dann würde die auch ausgelenkt werden, auch mit einer Kraft. Und da rechnet man tatsächlich diese Kraft hier, diese Kraft F, die ist Q mal E. Jetzt guckt euch mal an, F ist M mal G, F ist Q mal E. Dann kann man tatsächlich darauf schließen, wie viel Masse hat was? Wie viel Ladung hat was? Wie groß ist die Erdbeschleunigung? Wie groß ist die, ich sage jetzt mal, elektrische Feldbeschleunigung dazu? Das ist tatsächlich die Feldstärke. Wenn ich die Formel mal umwandle durch Q teile, dann kann ich die elektrische Feldstärke, und so wird sie auch normalerweise berechnet, wenn ich die Feldstärke haben will, F durch Q ist gleich E. Lustigerweise, ich meine, F wird in Newton angegeben, Q, in diesem Fall klein q, weil es eine Probeladung ist. Man sagt eine Probeladung, also eine ganz kleine Ladung, wohl definiert und wenn es geht, so punktförmig wie möglich, wird aber in Coulomb angegeben. 1 Newton pro Coulomb zum Beispiel. Ist aber komischerweise 1 Volt pro Meter. Komme ich gleich drauf, wie man das macht. Gut, nächste Betrachtung. Ich habe mal magnetische Modelle wieder herangezogen. Wir kennen es mit Eisenfeldspänen, wenn nicht, ich glaube, ich habe dazu noch mal ein Video schon sowieso gemacht. Zu den Feldlinien von Magneten. Wenn ich hier 2 kleine Magnetlein habe, ich muss die trotzdem sicherheitshalber mit Rot und Grün Nord und Süd bezeichnen, dann habe ich solche Feldlinien vorliegen. Und tatsächlich um diese Magnetchen herum, von Nord zum Südpol, gehen auch noch weitere Feldlinien. Aber die sind interessant hier, die. Und tatsächlich ist es bei elektrischen Ladungen genauso. Ich habe 2 Punktladungen, die eine negativ, die andere positiv, und vom Positiven zum Negativen, das ist eine Festlegung, die hat man so getroffen, gehen tatsächlich die Feldlinien, sehen dem sehr ähnlich. Das hat man auch bei Gravitation. Das funktioniert ganz genauso. Aber jetzt geht es ja hier darum, um Dinge, die man auch sehen kann. So wie ich das vorhin gezeigt habe, dieses Modell praktisch mit diesen Bändchen, also die Kugel mit Bändchen bekleben, ist eine sehr schöne Nachbildung und da kann man wenigstens mal ein bisschen was begreifen und sehen. Wenn ich jetzt einen Hufeisenmagneten sogar so baue, dass der zwei schöne große Flächen hat, die sich gegenüberliegen, dann laufen die Feldlinien natürlich immer so kurz wie möglich, also von einer Fläche zur anderen. Ich habe den jetzt mal von der Seite geschnitten. Und natürlich auch noch hier außenrum. So wie es hier überall ist. Und tatsächlich, wenn ich 2 Platten parallel zueinander halte, die elektrisch auflade, also einen sogenannten Plattenkondensator habe, ja, dann ist es tatsächlich genauso. Da laufen die Linien auch parallel zwischen den Platten und außen noch ein paar übrige. Man nimmt für Berechnungen allerdings immer, macht ja die Physik gerne, Idealfälle an, dass man sagt, diese Platten sind unendlich lang und groß und breit, sodass man diese äußeren Feldlinien hier vernachlässigen kann. Aber für die Praxis reicht das schon so. Und eine Punktladung, egal ob sie positiv oder negativ geladen ist, das deutet sich ja hier schon an und ich zeigte es ja, das ist eben kein Punkt, sondern das ist eine sehr große Kugel. Aber tatsächlich hat eine Punktladung solche Feldlinien. Wenn ich hier ein Plus reinmale,
gehen die Pfeile weg vom Plus, mache ich hier ein Minus rein, gehen sie ran. Guckt hier einfach nochmal drauf. Gut, auch schön. Jetzt hatte ich aber gesagt, und jetzt komme ich aber vorher noch schnell zu den Kräften. Positiv und positiv sind gleichnamig, also stoßen sie sich ab. Positiv und negativ sind ungleichnamig, also ziehen sie sich an. In diesem Fall, wenn ich jetzt hier eine Platte eines Plattenkondensators, die eine Seite negativ, die andere positiv geladen habe, dann wird die positive Probeladung sich natürlich zur negativen hinbewegen. Erstens, weil sie von hier angezogen wird und zweitens, weil sie von den roten abgestoßen wird. Na ja, gut, so schlimm ist es gar nicht. So, jetzt mal nebenbei, wie komme ich auf Volt pro Meter? Wir dürfen alle aus der Energieumwandlung nicht vergessen, das ist ja nur eine andere Einheitenschreiberei. Ein Newtonmeter ist eine Wattsekunde. Jetzt mache ich mal was Blödsinniges scheinbar, Blödsinniges, und teile mal beide Seiten durch Meter. Dann heißt es, ein Newtonmeter pro Meter, das würde sich kürzen, ist gleich eine Wattsekunde pro Meter. Und wenn ich jetzt wieder ausgehe von 1 Newton pro Coulomb und ich teile das tatsächlich durch Meter, dann habe ich hier 1 Newtonmeter oben stehen und hier unten Meter. Wenn ich das kürze, bleibt es wieder Newton pro Coulomb. Ich habe also mit Meter erweitert. Warum kann ich das machen? Weil Newtonmeter Wattsekunde ergibt. Und ein Watt, wissen wir, ist ein Volt mal ein Ampere. Also schreibe ich für das W Volt Ampere. Hier Volt Ampere. Das ist die Sekunde hier hinten. Und Coulomb, wissen wir auch, ist Ampere Sekunde. Ja, dieses Meter hier, das kommt von dem. Und wenn ich jetzt gucke und kürze und sage, mal sehen, was sich hier rauskürzen lässt. Aha, Sekunde durch Sekunde bleibt jeweils eine 1 übrig. Ampere und Ampere, beide durch Ampere geteilt, bleibt eine 1 übrig. Na, dann habe ich mein Volt pro Meter. Hat dann was noch mit dem Potential zu tun? Denn Potentialunterschiede werden ja letzten Endes in Volt angegeben. Kommen wir aber im nächsten Video drauf. Ich hoffe, ich konnte es noch ein bisschen deutlicher erklären. Ich werde hier auch immer die Links noch angebracht haben und zum Schluss vielleicht noch den Link, wie man mit solchen SI-Einheiten umgeht und wie schick sich da das eine in das andere umrechnen lässt. Kann auch sein, dass ich es hier oben noch hatte. Vielleicht kommt es zum Schluss. Muss ich mal sehen. Also, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.